SCP-149 Klassifizierung Keta. Sicherheitsmaßnahmen. Alle SCP-149-Instanzen sind in einer verschlossenen Plexiglasbox zur Beobachtung zu halten. Sauerstoff und ein Nährstoffdunst sind alle 2 Stunden in der Eindämmungszelle freizusetzen. Falls eine SCP-149-Instanz aus seiner Zelle ausbricht, ist Protokoll 42 Charlie für das gesamte kontaminierte Personal auf Befehl von O512 nach Vorfall 1491 in Kraft zu setzen. Beschreibung: SCP-149 ist eine Moskitoart, welche ein Retrovirusstamm trägt, als SCP-149-A bezeichnet, der regenerative menschliche Zellen in befruchtete Moskitoeier umwandelt. SCP-149-A wird direkt in die Blutbahn injiziert, wenn SCP-149 frisst. SCP-149-A wirkt schnell auf den Zellkern, wodurch die DNS verändert wird. Der erste Satz von Zellen, der aus den veränderten Instruktionen gezüchtet wurde, ähnelt stark Zysten, die sich auf der Schleimhaut der Speiseröhre und den Nebenhöhlen konzentrieren. Bei der Sektion wurde festgestellt, dass diese Zysten mit Larven von SCP-149 gefüllt sind, wobei die Zysten als Schutzhüllen gegen äußere Kräfte dienen. SCP-149 scheint innerhalb von Stunden seinen Reifezyklus zu durchlaufen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Subjekt in der Lage ist, irgendwelche Auswirkungen zu spüren, ist die erste Generation von SCP-149 bereits im Körper des Subjektes ausgewachsen. SCP-149 tritt in erster Linie durch den Mund und die Nasenlöcher aus. Gelegentlich wird es aber auch durch die Keilbeinhöhlen zu den Augenhöhlen umgeleitet, um zu entkommen. Die Infektion von SCP-149 ist tödlich und die Chance einer Infektion wurde auf 50% geschätzt. Nachtrag: Vorfall 1491. Einige SCP-149-Instanzen entkamen und infizierten mehrere Klasse-D-Subjekte, von denen die Mehrheit den Kontakt mit SCP-149 nicht berichteten. Innerhalb von 5 Stunden war SCP-149 in diesen Wirten herangewachsen und platzte aus ihnen heraus, wodurch Mitarbeiter infiziert wurden. Nur dank des schnellen Denkens von Dr., der die Untergeschosse 12 bis 15 versiegelte, wurde nicht der gesamte Standort infiziert. Als Antwort darauf hat der O5-Rat Protokoll 42 Charlie erstellt, das verwendet werden soll, falls SCP-149 wieder aus der Gefangenschaft entkommen sollte.